Hallo meine Freunde, im letzten Video haben wir uns ja das Pocket Bowie angeschaut. Für ein Neckknife zu groß, aber für ein Allzweckmesser in der Hosentasche, am Gürtel, in der Jacke wunderbar. Aber jetzt schauen wir uns ein wirklich kleines Messer an, für Neckknife kompatibel und ebenfalls aus dem gleichen Hause, ja, ebenfalls mit dem Krein Logo. Nur jetzt wirklich eine Nummer kleiner, ne? Der Grasshopper. Also das ist wirklich ein fantastisch kleines Fixblade. Ne? Das kann sie wirklich als Schmuckstück um den Hals tragen, weil das bringt es gerade mal nackig auf 26 Gramm. Da ist eine Kydex dabei, die brauchen wir natürlich auch noch als 36 und eine Kugelkette hat man ja auch noch. So, wir kommen auf ein Gesamtgewicht von 48 Gramm. Und es trägt sich wirklich angenehm. Das ist natürlich jetzt von den Abmessungen her schon sehr klein. Aber ich muss sagen, wenn man hier so den Ringfinger in diesen Ring hier hinten legt und mit den anderen beiden Fingern hier und da vorne auf dieses Mini-Chimping, kann man das recht sicher in der Hand halten. Das ist natürlich auch so prima. Kleines Universalmesserchen. Wir haben auch hier auf der Klinge wieder eine Nummer 4432 und drunter 440C. Ebenfalls aus dem C-Stahl, hat so ein dunkles Finish gekriegt, so eine Beschichtung. Wahrscheinlich auch wieder einer dieser Titan-Nitrit-Beschichtungen oder irgend sowas. Kommt der Kydex. Hat da drin ein klein bisschen Spiel. Geht aber leicht rein und raus. Foliert man aber auch nicht. Nieten kann man mit Sicherheit auch Karabiner dran machen, um es irgendwo hinzuhängen. Und natürlich die Kugelkette durch. Gab es jetzt auch gerade im Ausverkauf bei Böker für 19,90, 19,95. Nettes kleines Teil. Der Böker Plus Grasshopper. Ja, Tom Crine hat ein paar tolle Messer designt, noch mit dem größeren PSK, aber das ist mir fast schon zu groß und zu wuchtig für die Hosentasche, während das du diese Teile hier wunderbar noch in der Hosentasche verstauen kannst. Ne? Also super kompakt, hat man einen Standard Victorinox daneben halten, weil das ist ja eine Größe, sage ich mal, wo jeder kennt. Hier diese 91 mm Klasse, ne? Dieses Taschenmesser hat jeder irgendwo rumfahren, ne? Also das ist schon sehr kompakt. Nettes kleines Messerchen. Mit Kydex. Schön. Scharf sind sie auch. Da hat man also wirklich. Ah, ich habe die Rechnung. 19,95, jawohl. Und das hier gibt es gerade für 24,95, jawohl. Ich liebe es hier, Shopping beim Winterschlussverkauf von Böker. Immer wieder klasse. Ist halt verdammt klein, also nichts für die ganz großen Task. Aber macht Spaß. Und wer auf der Suche ist nach einem wirklich tragbaren Neckknife, viele Neckknives sind ja echt überdimensioniert, tragen zu weit auf, sind zu groß oder bämbeln hier so rum, ne? Oder drücken sich durchs T-Shirt. Der soll sich mal den Grasshopper anschauen, weil der trägt ja hier nur mit ein paar Millimeter auf. Das ist schon sehr, sehr angenehm zu tragen. Ich hatte ja schon mal eins, schon Jahre her. An der dicksten Stelle mit Kydex. Das sind gerade mal 7 mm, wo das aufträgt und das Messer an sich ist gerade mal 3,7 mm, also selbst im Sommer unter einem T-Shirt wunderbar zu tragen oder einfach so in die Hosentasche, in den EDC rein. Super klein. Okay Leute, das war's hier mal mit zwei Tom Crine Knives. Schöne Messer, momentan im Ausverkauf, für recht wenig Geld zu bekommen, aber nicht mehr lange, ne? Also danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Bye bye. Wir sehen uns beim nächsten Messervideo wieder. Tschüssi.